Ja, servus Leute und herzlich willkommen. Heute haben wir ja Donnerstag. Ich bin noch nicht zum Filmen gekommen die Woche, war zu viel anderes los. In der Küche gar fertig gestrichen und ja, gearbeitet. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, aktuell Donnerstag. Ich wünsche euch jetzt ein herzliches Willkommen an diesem Freitag. Wahrscheinlich zur aktuellen Zeit bin ich noch auf der Arbeit. Wir haben gerade eine Baustelle, in Kulmbach ist was abgebrannt und die müssen wieder ans Netz ran. Ich arbeite jetzt bei einem Elektriker und das muss wieder ran. Und ja, da machen wir jetzt am Freitag ein bisschen länger und arbeiten dann Montag Nachtschicht, da wird wieder aufgeklemmt alles. Von 4 bis wahrscheinlich 0 Uhr oder so, dass die Firma wieder ans Netz kommt. Passt. Ja. So viel auf alle Fälle dazu und so viel, warum bei mir immer so wenig passiert im Moment. Das Wetter ist aktuell auch nicht das Schönste. Wir machen mal hier so einen Schwenk, also schöne schwarze Wolken. Ne? Es hat heute ein bisschen geregnet. Obwohl, über Regen will ich mich nicht beklagen. Solange es regnet, haben wir wenigstens keine Dürre. Hat ja auch was für sich. Bevor es wieder wie letztes Jahr ist. Man weiß ja nie. Ja, heute bin ich von der Arbeit heimgekommen. Und ich habe mir mal wieder eine neue Hose gegönnt oder zwei neue Hosen. Und ja, weil ich da mal angeschrieben worden bin, dass die ES-Hosen so schick sind und dass mir das ganz gut steht. Ich habe mir jetzt da eine gekauft. Mal wieder eine Jeans. Ich hatte seit Jahren keine Jeans mehr. Nur noch Arbeitshosen. Schön bequem die Hose. Richtig schön. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange keine Jeans mehr hatte. Nur noch Arbeitshosen. Das ist wie mit den Schuhen. Jahrelang keine normalen Schuhe mehr gehabt. Nur noch Arbeitsschuhe. Sicherheitsschuhe. Ja, so ist es halt. Haben wir gerade Jeans organisiert. Trägt sich bequem. Mit den richtigen Schuhen dazu schaut es auch gut aus. Ja, ein bisschen länger könnte sie vielleicht noch sein. Aber das passt schon. Jo, was machen wir heute? Also, zuerst einmal, ich habe gestern ein Futter gekocht gehabt noch für die Viecher. Am Mittwoch habe ich ein Futter geholt, gestern. Hab's aussortiert und hab gleich einen Pott gekocht. Sind wir Kartoffeln und dergleichen. Das habe ich abkühlen lassen, damit wir jetzt das Wasser abschütten. Und dann nehme ich gleich einen Pott mit runter zu die Schweine. Die kommen jetzt dann ins Bett. Und anschließend gehen wir zum Leo. Und danach noch hinter in den Pferdestall. Mal gucken, was die wieder ein wenig angerichtet haben. Das werden wir sehen. Da wünsche ich euch jetzt einfach schon mal viel Spaß. Eine gibt es morgen. Und den nehme ich gleich mit runter. Und der Wasser für die Hühner brauchen wir noch. Die Schweine haben gestern ein frisches Wasser gekriegt, die Hühner erst. Ui. Ja.
Wow. Zum Auswaschen für die Behälter, für die Wasserbehälter. Dann nehme ich mir meine alte Autowaschbürste. Oder Wasser ist alt. Ich habe mir die Autowaschbürste extra gekauft. Muss ich wieder aus Wasserkübel auswaschen. Ja, und mit den Schweinchen dürft ihr euch nichts dabei denken. Die Armen, die sind schwer am Verhungern. Die haben seit 2 Stunden nichts mehr zu fressen gehabt. Um Gottes Willen, die leiden hier den Hungertod. Ne? Wirklich wahr. Also, jeden Moment ist zu spät. Die entwickeln sich auf alle Fälle prächtig. Ja, wie gesagt, die Schweinchen entwickeln sich prächtig. Ich habe ihnen jetzt ein Futter gegeben und schon ist wieder Ruhe. Ja, 2 Stunden kein Futter und die fangen an, hier unten zu planen. Da meinst du, die haben wochenlang nichts zu fressen gehabt. Aber wie man sieht, die wachsen und gedeihen langsam. So wollte ich das ja. Ist eine langsam wachsende Rasse und keine ja, Schnellzucht-Mastschweinrasse. Und ja, genauso wie ich mir das vorgestellt habe, anders sollte es ja gar nicht sein. Denen machen wir jetzt Feierabend. Gut für heute. Stall 1 fertig. Der Leo hat gerade meine Brotzeit gar gekriegt von heute, was übrig war. Die habe ich nicht nachgestellt, waren Nudeln und Soße. Der hat sich auch gefreut, der hatte heute schon mal eine Portion davon. Und ja, jetzt hat er den Rest gar gekriegt, was halt war. Dann passt das auch. Wasser hat meine Mutter schon über. Optimal, brauche ich mich auch nicht mehr drum kümmern. Das heißt, wir müssen heute nur noch hinter zu die Pferde. Und dann sind wir wieder durch mit der Arbeit. Ist auch gut so. Ja, gestern habe ich, wie gesagt, oben in der Wohnung meine Küche fertig gestrichen, die Fliesen. Ist eine dritte Schicht Lack drauf gekommen, dass die widerstandsfähig sind und dass es fest ist alles und schön ausschaut. Und kann sich sehen lassen. Jetzt ist es richtig schön weiß. So habe ich mir das Ganze vorgestellt. Ja, der Riley ist wieder dabei. Der begleitet mich wieder. Der freut sich, dass ich jetzt daheim bin. Ohne mich, da vermisst er was. Ganz schlimm. Dann Eier habe ich mir drauf gebracht.
3 Packungen. Anfangs vierte Päckle. Eier werden jetzt im Moment recht gut produziert unten bei den Hühnern. Sehr schön, die legen jetzt richtig gut. Die 30 Eier da, die stammen alle aus dieser Woche. Was will man mehr? Optimal. Ja, größentechnisch sind immer mal noch kleinere dabei. Zum Beispiel das. Oder ich habe dann auch mal Eier. Na gut, komm jetzt nicht noch. Die sind dann riesengroß. Da meinst du wunderbar, was du da hast. Ja, aber da jetzt schon mal 30 Stück stehen, hier nochmal 4, 34. Meine Mutter hat oben in der Küche welche mit aufgenommen, steht nochmal Päckle mit 10 Stück. Also Eier habe ich momentan genug zu Hause. Sehr schön. Was sie im Winter nicht gelegt haben, fangen sie jetzt so richtig an. Habe ich ja immer gesagt. Optimal. Ja, futtertechnisch habe ich gesagt, habe ich gekriegt gehabt. Und 6 Eimer für die Schweine waren es. Jetzt habe ich ja noch das gekochte Futter. Der Pott da drüben, der ist noch zum Kochen. Da stehen noch 3 Kisten für die Pferde, die noch verfüttert werden könnten, müssten, sollten. Und eine Kiste Labla. Also Labla sind bei uns in Franken Brödler. Und Brödler sind Brötchen oder Semmeln. Weil ich das auch einmal gefragt worden bin. Ja, da habe ich wieder ordentlich Futter hier stehen. Das passt, ist auch gut so. Jetzt schaue ich mal schnell noch rüber zum Leo, hol dort noch die Schüssel. Und ich nehme euch da mal mit, weil ich nämlich auch gefragt worden bin. Sag mal, gibt es den Leo überhaupt noch? Hat man schon lange nicht mehr gesehen. Was ist denn mit dem und überhaupt? Natürlich gibt es den Leo noch. Der hat übrigens im Februar seinen 8. Geburtstag gefeiert. So alter Mann. Hey Leo! Leo! Grüße! Du Gute bist du! Du ganz Gute bist du! Ja, freilich! Die neue Hose einsauen, hä? Ja. Der Feine. Ja. So. Sauber ausgeputzt. Optimal. Ja, also den gibt es auf alle Fälle auch noch. Dem geht es im Moment richtig gut. Noch passt die Witterung für eine. Wenn es wieder wärmer wird, dann wird er sich wieder plagen. Er hat, wie gesagt, einen Herzfehler. Er ist jetzt 8 Jahre alt, er ist nicht mehr der Jüngste. Ich freue mich jeden Tag, wo ich ihn noch habe, aber man steckt nie drin. Bernhardine in der Regel 6 bis 8 Jahre. Manche früher, manche werden auch deutlich älter. Ich habe auch schon gehört, die können 12 Jahre werden. Durchaus möglich, aber da steckt man nie drin. Und vorhersehen kann das sowieso keiner. Ja, und der ein oder andere hat es ja schon gewusst, ich habe meine Fahne aufgehängt, auf Instagram habe ich ja ein Bild gemacht gehabt. Und weil ich da auch immer gefragt werde, Instagram, Facebook, wie findet man dich da? Einfach unten auf meinen Namen klicken, also über der Videobeschreibung. Dann kommt ihr auf meine Kanalseite. Und oben im Kanalbild, da findet ihr die 2 Links, kommt ihr zu Instagram und zu Facebook. Ja, und meine Fahne, die hängt ja hier. Sieht nur im Moment schlecht. Ja, ein bisschen was erkennt man, war schon mal besser. Aber die macht sich auch richtig gut da an der Stelle. Ja, bei meinen Pferdchen hinten schaut es jetzt aktuell so aus, die Koppel. Tja, nicht so schön. Gehört wieder ein bisschen angezählt noch. Vorher muss ich aber die Wiesen abschleppen und der Boden ist definitiv noch zu weich. Das haben sie festgestellt, beim Laubzahn machen sind sie mit Schwader reingefahren. Und ja, das ist das Resultat. An die Schleppe, die ich eigentlich an der Krame hänge, komme ich leider im Moment nicht ran. Weil der Allgäuer in Hackschnitzel eingebaut ist. Und ja, da ist frei zu schaufeln, das dauert ewig. Also müsste ich die große Schleppe am IHC nehmen. Theoretisch auch kein Problem, die wäre da. Aber wenn die Wiese so nass ist, fahre ich da nicht rein, da mache ich mir mehr Schaden. Das will ich vermeiden, das will ich ja nicht. Und deswegen wird jetzt da definitiv noch nicht geschleppt. Ja, muss aber gemacht werden.
Dann kommt hier wieder ein bisschen Sämereienzeug drauf und dann wächst es auch wieder nach. Wer die Videos vom letzten Jahr gesehen hat, das funktioniert, das geht immer. Ich meine, wenn es wieder so trocken wird wie im letzten Jahr, ist natürlich blöd, weil dann wächst da natürlich den ganzen Sommer nicht viel. Es ist zwar noch wieder grün, aber es wächst nicht viel, aber das wird man sehen. Beim Landwirtschaftsamt hat mein Vater jetzt da noch angegeben, dass hier oben ein Teil rausgenommen wird aus der Fläche, aus der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Ich habe ja hier vorne so ein bisschen ein ekelhaftes Schlammloch. Das ist leider immer wieder, weil hier unten staut sich das Wasser am Hang dann. Und jedes Mal an der Stelle verschlammt dann der ganze Boden im Winter. Und das hat er jetzt dann da ein Stück rausgenommen. Da will ich dann ausbaggern in dem Jahr. Dann kommt eine Drainageleitung rein. Unten drunter schöne Schicht Kies und Schotter. Und obendrauf dann Waschbetonplatten, habe ich noch genug. So umgekehrte Waschbetonplatten. Noch ein Stückchen rauf und dann ist die Sache gut. Dann sollte das mit dem Schlamm hier unten ein bisschen besser werden. Muss ich mal sehen. Ausprobieren. Eventuell ziehe ich auch noch wie so eine kleine Wasserrinne oder was mit rein. Da habe ich auch noch so ein paar Rinnsteine da. Und dann würde das auch passen. Tja, das ist der Stand hier hinten. Jo, die Pferde geht's gut. Die gasen auch. Wobei der Jockel schon wieder ein wenig hietscht. Jockel und Maggie haben sich wieder ein wenig verrankert oder wie man das sagen mag. Aber nichtsdestotrotz frech ist er deswegen trotzdem der Herr. Der hietscht zwar ein wenig, aber wenn er ans Futter noch will, dann pufft er trotzdem jeden an. Alter, Saukerl. Ach so, und falls jemand zuguckt und sich fragt, warum haben die Gasen keine Ohrmarken drin? Die haben keine Ohrmarken drin, weil beim Joggel die Ohrmarken schon mal rausgerissen waren, der hat total zerfetzte Ohren. Und weil das so beim Amt gemeldet ist, dass keine Ohrmarken drin sind. Ich habe aber Ohrmarken oben liegen und wenn die kommen, kann ich sie vorzeigen, aber nein, machen durch sie nicht. Es hat geheißen, wenn die Ziegen dann nochmal den Betrieb verlassen zum Schlachten oder sonst was, dann brauchen sie sie. Aber nachdem sie ja nicht geschlachtet werden und nur hier so einfach dastehen, habe ich gesagt, ich sehe es nicht ein, warum ich ihnen Ohrmarken einziehen soll. Wer den Jockel schon mal aus der Nähe gesehen hat, ja, das linke Ohr ist total lädiert. Das ist im Zaun hängen geblieben. Eine halbe Ohr abgerissen. Und da habe ich gesagt, also nochmal mache ich das nicht. Kann machen, wer will, sehe ich nicht mehr ein. So, jetzt sind wir noch unten in der Maschinenhalle. Ja, am Kramer hat sich mein Vater mal noch gemacht. Hat er mal noch geguckt. Vom Blinker her, jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei, auch mit Anhänger dran. Jetzt geht er wieder erst rein. Spannung hat er gemessen, die passt soweit, da ist nichts verkehrt. Er hat jetzt gemeint, vielleicht ist es ein Wackler irgendwo vorne auf dem Blinkschalter. Saublöd. Jetzt muss ich den nochmal kontrollieren, vielleicht ein loses Kabel oder was, oder dass irgendwas doppelt berührt wird. Irgend sowas in die Richtung. Jedenfalls Mist. Dann die Köpfe nachziehen, das liegt noch an, das steht noch an. Der hat jetzt erst dann Bulldog noch zu machen, kommt da Lenkung. Irgendwann Farmer 3 oder was ist das, wohin Farmer 3, da wurde die Lenkung total ausgeschlagen. Deswegen lag das jetzt hinten an. Wie gesagt, Spannung hat er gemessen, muss wohl vielleicht der Wackler sein. Blinkgeber schließt er aus, weil jetzt funktioniert es auch wieder. Also Blinkgeber wohl kaum und sehr viel Spannung kriegt er auch nicht, also muss das auch funktionieren. Vielleicht irgendwo am Blinkschalter, weil da hat er ein wenig rumgeweicht, hat er gesagt, dann war es mal da, dann war es mal weg. Muss ich mich jetzt aber drüber machen, muss ich kontrollieren. Ist bloß ein blödes Eck, kommt mir bescheiden hin. Obwohl, es geht eigentlich sogar, könnte gehen. Muss ich mal gucken. Dann die Köpfe nachziehen, wie gesagt, das liegt jetzt noch an. Ist noch nicht gemacht, muss noch gemacht werden. Weil derweilen. Jetzt hat er die ersten Wasserspuren, siehe hier, da ist Kühlwasser raus, ja, die Köpfe, die haben sich jetzt damit gesetzt, jetzt können sie noch gescheit nachgezogen mit dem richtigen Drehmoment und dann ist das gut. Dann noch ein Problem, und das ist richtig mies, die Dichtung von meinem Schaulochdeckel ist im
Eimer, taugt nichts. Ich habe einen Dichtsatz gekauft und scheinbar diese Dichtung ist Müll. Denn den Schaulochdeckel hat er schon mal genommen, den hat er schon mal nachgezogen gehabt alles. Dann war er wieder eine Zeit lang dicht und jetzt hilft er wieder. Sieht man hier, wenn man sieht, da kommt ein bisschen Öl runter. Kann man noch mit dem Lappen wegwischen, er tropft auch nicht extrem, aber es ist halt einfach unschön. Gefällt mir nicht. Ja, Dichtung wahrscheinlich im Eimer. Neue Dichtung, taugt nichts. Blöd gelaufen. Jetzt muss ich gucken, entweder ich bestelle mir da eine Dichtung, die kostet aber 40 Euro. Oder die zweite Alternative, Deckel runterschrauben, gründlich reinigen, dann die Dichtmasse drauf, das Ganze wieder drauf gepappt und dann müsste das auch gehen. Mal schauen, wie wir es machen. Ist auf alle Fälle eine blöde Arbeit, da ist nämlich ziemlich viel im Weg. Aber das lässt sich irgendwie lösen. Wird man sehen. Wegen meinem Kühler, da schaut es jetzt so aus, den werde ich nicht holen können. Der wird mir jetzt zugeschickt. Es hat einfach nicht funktioniert zeitlich, geht einfach nicht. Packe ich nicht. Ich habe das Wochenende dann so viel vorzubereiten, nachdem das alles ein wenig drunter und drüber geht und wir auf der Arbeit dann quasi da diese Firma wieder ans Netz bringen müssen. Also habe ich gesagt, das kann ich nicht machen, das bringe ich nicht. Der wird mir zugeschickt, der kommt dann. Dann muss er erst einmal gelötet werden, wo er oben am Rahmen gebrochen ist. Und wenn das gemacht ist, dann kann er in der Schleppe verbaut werden. Wenn er lackiert ist, kann er in der Schleppe verbaut werden. Dann ist endlich einmal Kühlersache vorbei. Der Kühler ist vom Vorbesitzer jetzt nochmal geprüft worden. Der stand jetzt 3 Tage mit Wasser befüllt und es ist kein einziger Tropfen Wasser daneben. Okay, unter Druck, wenn dann ein bisschen Heißwasser drauf ist oder was, weiß man nie. Aber auf alle Fälle nicht so wie meine, weil meine, da habe ich das Wasser reingefüllt und unten ist es gleich wieder rausgekommen. Und das war gleich am Anfang und der läuft da teilweise sogar aus. Jetzt im Moment gerade nicht, aber manchmal dann wieder läuft er aus im kalten Zustand und das ist nicht schön. Also schlimmer kann es eigentlich nicht werden, kann nur besser werden. Ich baue jetzt auf alle Fälle den anderen Kühler dann ein, wenn er da ist. Und dann wird man sehen, ob es geht oder nicht. So, gibt es da noch was zu sagen? Ja, eine Batterieabdeckung kriege ich ja noch dazu. Mein Provisorium aus Holz hat ganz gut gehalten, hat ganz gut funktioniert, will ich gar nicht sagen. Aber auf Dauer schön ist es natürlich nicht. Und jetzt hat sich's angeboten, original von einem KA15, kommt eine Abdeckung. Das seht ihr dann alles, wenn es fertig ist. Ja, und zum Getriebe, weil der ja ein wenig Ärger macht, mit dem 5. Gang und mit dem 4. Gang. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich hoffe, es funktioniert gerade. Steht er natürlich gerade ganz ungünstig. Alles klar. Aber wie, ich ziehe die Handbremse an. Ich muss mal ein wenig hin und her rutschen. Jetzt ist der 5. Gang drin. Und man merkt schon da, er hält nicht ganz hinten. Und dann brauche ich bloß so hergehen. Und der Gang ist draußen. Da ist überhaupt kein Widerstand dahinter. Der erste Gang dagegen hält deutlich besser. Der Rückwärtsgang, halt, stopp, das war der Rückwärtsgang. Das ist der erste Gang, die halten besser. Der dritte Gang ist richtig bombenfest. Der 4. Gang natürlich genauso. Das ist jetzt 3, das hinten war 4. Ich stehe verkehrt rum davor, ist blöd. Nein, das ist 2 und 3, so rum. Das ist 5, das ist 4. Und die, wie gesagt, die halten nicht richtig. Bei Bergabfahrt oder ja, Bergauffahrt machen der 4. Gang bergauf und der 5. Gang bergab ein bisschen Ärger. Problem jetzt an der ganzen Sache ist die, um da ranzukommen, muss der Sitz runter,
die Hydraulikleitungen runter, die Hydraulikpumpe runter, der Hydraulikbock runter. Es muss die ganze Batteriehalterung mitsamt Batterie runter und die Leitung hier, die muss da vorne gelöst werden, dass man sie rausbringt. Und dann kannst du den Block abheben und kommst dran. Und da hat mein Vater gesagt, da hat er ehrlich gesagt keine Lust dazu. Erstens einmal gibt es massiven Lackschaden da dran. Und zweitens einmal, du weißt nicht, was dann noch weg muss, eventuell, weil der ist ein bisschen umständlicher. Die Kabel, die unten drinnen verlegt sind, die müsste ich alle lösen. Es kann sein, dass dann seitlich die Differentialsperre mit weg muss, weil die auch so komisch mit dranhängt. Richtig beschissen hochzukommen. Und mein Problem ist ganz einfach das, ich komme hier oben nicht hin. Ich habe hier zwar einen kleinen Deckel, aber da komme ich nur da innen nahe an diese Schaltgabeln, aber komme nicht unten drunter an die Kugeln. So, und das ist der Mist. Beim KL 300 haben sie das beim Baugruppe 2 Getriebe besser gelöst. Da ist ein viereckiger Deckel, der ist dann ein bisschen größer, der sitzt quasi hier, hier und hier. Und da kannst du den ganzen Deckel mit Samtschaltknauf abnehmen und kommst dann an alles schön hoch, an die ganze Schaltkulisse. Hier natürlich nicht, richtig mies. Tja, da haben wir jetzt gesagt, müssen wir mal schauen, ich soll abwägen, ob ich das jetzt machen will oder ob ich dann bei Bergabfahrt den fünften Gang immer ein bisschen festhalte, so lange wie es noch geht, weil auf der Geraden funktioniert es, da bleibt er drin. Es ist bloß, wenn es halt richtig bergab geht, wobei man natürlich dazu sagen muss, mit Last bergab soll man eigentlich den Gang nehmen, mit dem man auch den Berg rauf fährt. Ja, in meinem Fall wäre das normalerweise bergauf mit Last der dritte Gang, wenn ich den dritten Gang nun unterschleiche, das nervt halt auch. Ist aber eigentlich der richtige Weg, weil normalerweise in dem Gang die Motorbremse packt. Ja, eigentlich hat er ja recht damit. Jetzt muss ich mal gucken, vielleicht überkommt es der doch und er macht es. Mal schauen. Ich muss auch mal die Schnittbilder noch angucken, ob er da doch noch irgendwie anders hinkommt. Aber so wie es aktuell ausschaut, ein mordsmäßiger Aufwand. Hinten die Hydraulik, das ganze Gelump muss runter, weil es muss halt da dazu hier oben gelöst werden. Die ganzen Leitungen, wie gesagt, weg, die Hydraulikpumpe muss weg, der Sitz muss runter, die Sitzfeder muss runter, Batterie muss runter und. Dann kommst du endlich an das ganze Gelump ran, dann kannst du diesen Block hier, das ganze Ding runternehmen. Dazu musst du aber Öl ablassen, auch ein ekelhafter Aufwand, also quasi hier aufschrauben, Öl ablassen, kannst das Ding abheben, weil das Öl kann nicht drinnen bleiben dazu, weil es ja dann durch die ganzen offenen Leitungen wieder rauslaufert. Ja, ist halt ein Riesenaufwand für eine Kleinigkeit wegen zwei Kugeln und das muss man ein wenig abwägen, hat er gesagt. Er wird jetzt persönlich noch ein bisschen warten. Erst einmal schauen, ob noch mehr kommt, dass ich es dann einmal rentiertes aufmachen. Und wenn es wirklich bloß deswegen ist, dann halt umsichtiger fahren, langsamer fahren, den Berg runter oder bergauf. Und das wird schon. Ja, schauen wir mal. Bin mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ich meine, klar, der richtige Weg wäre jetzt natürlich aufmachen und machen. Damals, als der Schlepper zerlegt war, wäre es natürlich optimal gewesen. Aber da hat man das nicht probiert. Da hat man gedacht, das wird gehen. Gefahren ist er ja dummerweise nicht. Und dann zu der Probefahrt, wie ich ihn gehabt habe, hat keine Probleme gemacht, lag aber auch dran, weil er ja nicht zugelassen war. Jetzt ist er zugelassen, jetzt fährt man mehr damit und jetzt merkst du halt so ein und anderes Ding, wo er Ärger macht. Es ist halt einfach so, ganz normal, man kann es nicht ändern. Da wird noch mehr kommen, der hat immer wieder irgendwo noch kleine Probleme. Das merkst du erst, wenn eine Maschine arbeitet. Vorher kriegst du sowas einfach nicht mit. Aber sonst, wie gesagt, macht der keinen Ärger. Jetzt schauen wir erst einmal, wie gesagt, dass der Kühler fertig ist. Eventuell den Schaulochdeckel vorne, dass er da kein Öl mehr verliert. Dann bin ich da schon mal zufrieden. Batteriekasten machen und mein Blinkproblem lösen. Und wenn das einmal gemacht ist, dann schauen wir mal, was das Getriebe macht. Weil ich habe ehrlich gesagt da keine Lust, das alles zu zerlegen. Das ist eine Arbeit, da bist du garantiert zwei Tage drüber und die zwei Tage fällt mir der Schlepper aus. Und aktuell, nach aktuellem Stand, läuft der Schlepper alle zwei Tage bei mir auf dem Hof, um den Mist zu verfahren oder irgendeine andere Arbeit zu machen. Klar wird jetzt der ein oder andere sagen, nimm den KL 300. Aber man ist es jetzt schon wieder gewöhnt, der ist da, man hat den und der muss das machen. Und dann ist es so. Und ich bin einfach nicht zufrieden, wenn ich jetzt den Bulldog zusammengebaut habe. Ich zahle ja jetzt auch schon Versicherung und alles dafür. Und dann fällt er mir da der aus. Weil wie gesagt, dann machst du auf, da kommt vielleicht noch irgendeine andere Kleinigkeit, wo du sagst. Und du stehst noch länger. Naja.
Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Oder so ähnlich. Und dann wird das auch. Wie gesagt, der nächste Weg wird dann sein, die Köpfe nachzuziehen. Dann hat sich das Thema erledigt. Können wir ja mal schnell aufmachen. Muss ich bloß den Warnblinkschalter hier oben abschrauben. Ja, der funktioniert. Zack. Weil, leider Gottes, habe ich das falsche Armaturenbrett verbaut. So was passiert. So, Haube aufgemacht. Ja, zum Köpfe nachziehen. Müssen jetzt die Muttern hier oben angezogen werden. Die hier drüben. Dann müssen die Ventildeckel da runter, alle zwei. Dann müssen die Kipphebel ausgebaut werden. Und dann sitzen hier unter die Kipphebel einer da, einer da, einer da, einer da. Da ist übrigens auch noch eine, weil das sind ja insgesamt zwei Köpfe. Zwei Muttern hier, zwei Muttern da, zwei Muttern hier, zwei Muttern da. Die müssen dann alle acht nachgezogen werden. Aber wieder riesen Aufwand, musst du aber alles aufmachen, nur dass du da rankommst. Ja, wie gesagt, wenn wir die Köpfe dann nachziehen, wenn die dann angezogen sind, bei der Gelegenheit könnten wir natürlich auch gleich hergehen, Ventile neu einstellen. Weil mit Sicherheit, wenn die jetzt ein bisschen eingelaufen sind, haben sie die auch notwendig. Dann wird das auch gemacht und dann habe ich hier erst einmal wirklich Ruhe. Da passt es, dann ist gut und dann ist in Ordnung. Ist halt immer ein bisschen Aufwand dahinter, das gehört halt einfach dazu, lässt sich nicht vermeiden. Aber das gibt sich alles. Hier oben sieht man, wie gesagt, da hat er ein bisschen gesäut. Kühlwasser rausgelaufen und der Dreck dazu schaut aus wie Öl, ist aber wie gesagt Kühlwasser. Das drückt es dann seitlich raus und deswegen muss man das machen. Durch die Erhitzung dann, durch das Warmwerden und wieder Kaltwerden, ist die Planfläche dann oben verspannt und dann muss das angezogen werden und dann passt das wieder ganz in die Fest. Das gehört einfach dazu bei einer Motorinstandsetzung, das hat man halt einfach und dann ist das auch gut. Ja, so viel auf alle Fälle dazu. Sonst rennt er ja. Das ist das Wichtigste. Das da oben ist kein großer Akt. Ich meine, da muss man irgendwas wegbauen, aber das ist, ich sage mal, 2 Stunden drüber und dann ist das erledigt. Bloß das Getriebe, das sind mit Sicherheit 2 Tage, wenn du drüber bleiben kannst. Vielleicht länger, weißt du immer nicht, kommt was dazwischen. Machen wir erst einmal eins nach dem anderen und dann sehen wir schon. Wie gesagt, er fährt. Das ist das Wichtigste. Ja, so ist auf alle Fälle der aktuelle Stand bei mir hier zu Hause. Und ansonsten gibt es nicht mehr zu sagen. Es ist aktuell, wie gesagt, wieder nicht so viel passiert. Laub ist zusammengemacht, Laub haben sie weg. Das hat mein Vater mit meinem Bruder zusammen gemacht. Und ja, ich habe in der Zwischenzeit meinen Stall gemacht. Wir teilen uns die Arbeiten immer so auf. Und dann passt das. Ja, was mir jetzt da noch bleibt, ist euch allen ein schönes Wochenende wünschen. Schauen wir mal, was da wegen passiert. Ich sage auf alle Fälle wieder vielen Dank fürs Zusehen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es war nicht wieder so viel Gelaber, aber das gehört halt nun mal auch dazu. Ist ja ein Farmvlog, also quasi ein Videotagebuch. Tja, so läuft das Ganze halt nun mal. Ist nicht immer mit Schlepper fahren und Radlader fahren und weiß der Teufel was fahren. Sondern sind halt verschiedene Aufgaben, die hier anliegen und eins nach dem anderen erledigt sich. In diesem Sinne ein wunderschönes Wochenende. Bis nächste Woche. Wünscht euch euer Michel. Servus, bis dahin.